Für eine weitere Sims 4 Umfrage in einem neuen Video brauche ich eure Meinung. Verratet mir etwas über euren Spielestil in The Sims 4. Ich habe eine weitere Umfrage für The Sims 4 erstellt und ich dachte mir, es ist doch mal ganz interessant, so ein bisschen die Sicht der Community einzufangen. Wie spielt ihr so The Sims 4? Was findet ihr interessant? Was wünscht ihr euch vielleicht auch für The Sims 5? Das waren alles so Fragen, die ich gerne mal so von euch hören wollte. Und dazu habe ich mir diese Umfrage hier ausgedacht, die wir auch in diesem Video mal zusammen durchgehen. Wenn ihr diese Umfrage selber machen wollt, geht gerne in die Beschreibung. Da findet ihr auf jeden Fall den Link zu dieser Umfrage. Und ich werde die Ergebnisse, die ihr mir so teilt, dann in einem der nächsten Videos ebenfalls nochmal ein bisschen aufarbeiten, ein bisschen drüber reden. Ich bin mal gespannt, ob ihr da so ein bisschen tickt wie ich oder eher ein bisschen anders. Wir gehen jetzt die Fragen einfach einmal durch. Inwieweit würdest du dich als Sims-Experte bezeichnen? Da will ich einfach wissen, wie gut ihr euch so selber im Spiel einschätzen würdet. Ehrlich gesagt, ich denke, bei mir trifft diese Option ganz gut zu. Ich kann immer ganz gut zuordnen, aus welchem Pack zum Beispiel welcher Inhalt kommt. Und auch sonst, die Cheats kann ich auswendig. Also da denke ich mal, habe ich wahrscheinlich mehr Wissen als so manch anderer. Aber wenn ich dann so auf Twitter sehe, diese 50 Details-Videos, da habe ich ja ebenfalls auch schon mal drauf reacted. Da bin ich dann auch immer selber raus und merke, wie wenig ich eigentlich weiß. Deswegen würde ich sagen, diese Option trifft es auch eigentlich ganz gut. Dann, wie häufig nutzt du Gameplay-verändernde Cheats? Damit möchte ich mal so ein bisschen rausfinden, wie ihr denn so die Sims 4 spielt. Cheatet ihr viel? Benutzt ihr Motherload, um ganz viel Geld zu haben und dann einfach das Traumhaus, das Traumbungalow da auf euer Grundstück zu klatschen? Oder seid ihr dann eher so die Fraktion, die das alles im Spiel mit seinen Sims erwirtschaften will? Bei mir, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall nur in Notfällen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu The Sims 3 Zeiten extrem viel rumgecheatet habe und auch meine Haushaltskasse immer direkt vollgemacht habe. Aber irgendwann, man muss ja mal ehrlicherweise zugeben, wird das auch ein bisschen langweilig. Und so seitdem The Sims 4 auch draußen ist, cheate ich eigentlich nur in Notfällen, wenn beispielsweise irgendwas kaputt gegangen ist. Wie schnell holst du dir neue Sims-Packs, ist jetzt die nächste Frage. Bei mir ist es ganz klar, ist es direkt bei Release. Aber ich bin ja auch ein Sims-YouTuber, da muss man das ja auch so ein bisschen. Bei euch ist es wahrscheinlich anders, das würde mich dann auf jeden Fall auch interessieren. Welche The Sims 4-Neuerung im Vergleich zu den Vorgängern magst du am meisten? Da muss ich sagen, wären es fast mehrere Optionen. Ich würde sagen, bei mir sind es dann doch eigentlich die regelmäßigen Updates. Also klar, oft werden mit den Updates dann auch Features nachgebessert, die es bei den Vorgängern schon gab. Aber ich finde es tatsächlich echt cool, dass die Entwickler so regelmäßig auch gratis neue Inhalte raushauen. Das wäre jetzt auf jeden Fall so meine Antwort. Wie oft spielst du eigentlich The Sims 4? Da muss ich zugeben, dass ich tatsächlich relativ wenig leider in letzter Zeit The Sims 4 spiele. Also so bis Gaumenfreuden war ich wirklich sehr viel dabei. Gaumenfreuden ist ja auch schon eine ganze Weile her. Aber ansonsten tatsächlich hauptsächlich, wenn ich neue Videos aufnehme, da dann öfters mal. Deswegen würde ich jetzt einfach mal ankreuzen. Einmal die Woche. Ja, so ungefähr kommt das eigentlich hin. Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, aber manchmal muss ich auch für ein Video gar nicht unbedingt ins Spiel gehen, aber so einmal die Woche trifft es, glaube ich, tendenziell ganz gut. Dann habe ich eine Frage, was denkst du über den Schwierigkeitsgrad des Spiels? Weil ich das bei The Sims 4 tatsächlich ein bisschen nervig finde, dass das Spiel für mich so einfach ist. Deswegen würde ich tatsächlich sogar zur extremsten Option tendieren, viel zu leicht. Weil ich sagen muss, gerade im Vergleich zu The Sims 3 habe ich das Gefühl, dass die Entwickler an vielen Stellen das Spiel einfach so viel vereinfacht haben, damit wirklich jeder damit klarkommt. Und das würde ich sagen, trifft es meiner Meinung nach ganz gut. Dann die nächste Frage, wie zufrieden bist du derzeit mit The Sims 4? Ich wollte mir da auch mal so ein allgemeines Stimmungsbild reinholen. Und da würde ich tatsächlich, glaube ich, mit Mittel antworten. In letzter Zeit muss man sagen, was heißt in letzter Zeit? Es ist ja jetzt schon fast, es ist so krass, ein ganzes Jahr her, seitdem das letzte große Pack rausgekommen ist, seitdem gibt es nur Sets und ich muss sagen, das stört mich schon ganz schön. Update-mäßig haben wir diese Nachbarschaftsgeschichten Verbesserungen bekommen,
Aber auch da könnte man noch so ein bisschen nachbessern. Und die Sims Delivery Express Inhalte waren ganz interessant am Anfang, meiner Meinung nach. Da haben wir wirklich regelmäßig viel bekommen und ich war überrascht, dass die Entwickler da so viel raushauen. Aber jetzt sieht man da auch so ein bisschen ein Muster. Es werden gefühlt ein, zwei neue Objekte hinzugefügt, dann irgendwie ein neues Szenario. Das ist zwar ganz cool, aber ich würde mir dann doch noch ein bisschen mehr wünschen. Also ein paar größere Packs dürfen jetzt gerade jetzt demnächst dann wiederkommen. Dann als nächste Frage, was denkst du zu den vergleichsweise neuen Sets? Das knüpft meiner Meinung nach ganz gut dann hier an diese Frage an. Und zwar würde ich das so einordnen. Manche sind interessant, einige eher weniger. Hier kann man auch verschiedene Optionen auswählen. Es ist ebenfalls ein ganz guter Lückenfüller, allerdings halt meiner Meinung nach gerade viel zu häufig, sehr nervig. Und ja, das würde ich jetzt ebenfalls sagen. Ja, tatsächlich. Die Accessoire-Packs vermisse ich gerade gar nicht so krass, aber könnte man ebenfalls ankreuzen. Wann rechnest du mit dem nächsten Teil der Reihe, die Sims 5? Also ich muss ehrlich sagen, ich war in der letzten Zeit immer sehr viel zuversichtlicher, aber jetzt haben die Entwickler ja selber geteilt, dass es noch ein bisschen mit die Sims 4 weitergehen wird. Deswegen würde ich tatsächlich zu dieser Option tendieren. Das dauert noch ein wenig. Glaubst du, die Sims 5 wird gut? Meiner Meinung nach ebenfalls eine spannende Frage, weil die Meinungen da, so wie ich das so ein bisschen einschätze, ziemlich auseinandergehen. Manche wollen noch gar kein The Sims 5, andere sind da schon voll dabei. Deswegen würde ich sagen, ich denke, sie werden das ganz gut machen. Man muss ja sagen, bei The Sims 4 hat schon die Basis nicht so ganz gepasst. Also da waren ja viele Sachen, die leider im Vergleich zu den Vorgängern nicht da waren. Und ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler das jetzt einfach so nochmal wiederholen. Ich glaube, die schnüren da eine ganz gute Basis zusammen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch ein paar lustige Features kommen. Deswegen denke ich bin wirklich da in der Hinsicht ziemlich positiv gestimmt. Deswegen wähle ich da mal die positivste Option auch aus. Und welcher Bereich müsste bei The Sims 5 noch besonders erweitert werden? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt im Kopf, dass das Multiplayer-Gameplay da gerne hinzugefügt werden könnte. Und was ich mir wünschen würde, dass das allgemeine Gameplay da doch noch ein bisschen verbessert wird. Und an den Welten könnte man auch wieder so ein bisschen schrauben. Da würde jetzt eher dieses offene Welten aus The Sims 3 reinspielen, was ja gefühlt jeder irgendwie wieder zurückhaben will. Und ansonsten finde ich die Welten fast perfekt in The Sims 4, wenn wir jetzt rein von der Optik und so gehen. Also die ist da auf jeden Fall in The Sims 4 sehr gelungen, auch im Vergleich zu The Sims 3. Deswegen wäre das jetzt so meine Wahl. Jetzt habt ihr auf jeden Fall meine Antworten gesehen und mich würde extrem interessieren, was ihr so zu den Punkten denkt. Deswegen schaut in der Beschreibung vorbei, da findet ihr dann ebenfalls die Umfrage. Ich bin gespannt, wie viele von euch mitmachen und in einem weiteren Video werde ich das dann so ein bisschen aufdröseln und meine Meinung zu euren Antworten kundgeben. Abschließend möchte ich mich auf jeden Fall nochmal für die 26.000 Abos bedanken. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir die erreicht haben. Danke nochmal dafür. Und ja, damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut in der Beschreibung vorbei und man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.